Es ist eines der letzten fast unberührten Hochmoore in Mitteleuropa. Das Schwarze Moor in der Rhön. Obwohl der Fotograf Klaus Spitzel schon unzählige Male hier oben am Aussichtsturm war, ist er immer wieder begeistert, wie sich sein geliebtes Moor ständig verändert. Es ist sogar ein bisschen wärmer hier, wie am Boden, habe ich einen Eindruck. Und ich hatte die Hoffnung, dass es so ausschaut, aber dass es so schön ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist in der Rhön sowieso ganz besonders. Das kann früh morgens Sonnenschein sein und wunderbares Wetter und mittags plötzlich ist Gewitter und fast Sturm. Das ändert sich ständig eigentlich. Das Schwarze Moor ist in der Schlussphase der letzten Eiszeit vor rund 10.000 Jahren gewachsen. Heute ist es mit seinen 66 Hektar eine Art Schatzkammer und zugleich Schaufenster der Natur. Nicht nur als Geschäftsführer des Naturpark- und Biosphärenreservat Rhön liegt Klaus Spitzel der Erhalt dieses sensiblen Lebensraums am Herzen. Mit seiner Fotokamera möchte er die Schönheit und Verletzlichkeit dieses Naturjuwels dokumentieren. Das ist halt deswegen aufwendiger, weil es noch analog geht mit einem Rollfilm. Und man hat auch nur 12 Bilder und muss sich auch überlegen, was man fotografiert. So. Machen wir es zu. Im Vergleich zu anderen Mooren wurde im Schwarzen Moor nie abgebaut. Dadurch wurde es für Forscher besonders interessant und wertvoll. Also wir haben hier Moormächtigkeit von ungefähr 7-8 Metern. Das heißt, wenn man ein Loch graben würde, und man weiß, dass ein Hochmoor ungefähr 1 Millimeter pro Jahr wächst, sind wir bei 2 Meter etwa bei Christi Geburt. Und in diesen 2 Metern kann man das Pflanzenkleid, wie es sich entwickelt hat, sehr schön nachfolgen, indem man die Pollen auszählt, also den Blütenstaub. Und so sind halt Moore untrügliche Archive der Vergangenheit und auch unwiederbringbar, wenn sie abgebaut oder zerstört werden. Seit über 80 Jahren steht das Schwarze Moor unter Naturschutz. Auf der Hochfläche der Langen Rhön hat sich der morgendliche Nebel schon verzogen. Hier sind der Naturpark-Ranger Daniel Schäffler und sein Helfer Darius Guck unterwegs. Daniel war lange Zeit als Koch tätig. Heute ist er glücklich, dass er seiner Leidenschaft, dem Vogel- und Naturschutz, gefolgt ist. Mit den Holzstäben möchten die beiden Sitzmöglichkeiten für Vögel schaffen. Guck, und das ist die Engelwurzel. Da setzen sich die Baumkirchen normalerweise drauf. Ne? Und das wollen wir jetzt mit unseren Ansitzwatten nachahmen. Wir machen die künstlichen Ansitzwatten für die Wiesenbrüter, also vor allen Dingen fürs Braunkirchen und den Wiesenpieper. Und das ist hier so ein schöner Vernässungsbereich, so ein sumpfiger Quellbereich, in dem, wir sehen es auch schön, hier wächst überall noch, hier sind noch die alten Stängel von der Engelwurz, die ist hier sehr schön dieses Jahr gewachsen. Und hier gibt es schon sehr viele schöne natürliche Ansitzwatten, aber wir wollen quasi ein Überreizangebot schaffen für das Braunkirchen, dass die durchziehenden Braunkirchen gar nicht anders können, als hier sitzen zu bleiben und hier zu brüten. Im Frühling brüten Braunkehlchen im Moor. Im Herbst kommt zum Beispiel der seltene Raubwürger. Daniel kennt sie alle. Ich bin schon von klein auf sehr naturbegeistert. Meine beiden Nachbarn waren Jäger. Durfte ich immer die Präparate anschauen und das ausgestopfte Rehkitz auch streicheln. Die haben mir dann auch mal der eine Nachbar hat mir dann auch mal ein Buch geschenkt über die Vögel Europas und da haben mir die Zeichnungen so gut gefallen und dann konnte ich auch irgendwann die ganzen Vögel habe ich dann irgendwann gewusst. Ja, und so bin ich da zur Natur gekommen. Darius macht gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr. Beim Daniel lerne ich immer ganz viel, also gerade wenn es um Vögel geht.
Gerade am Anfang war ich sehr erschreckt, weil da war das Moor sehr ausgetrocknet. Und da hat man richtig gesehen, wie eigentlich nur noch im Moorauge wirklich Wasser war. Und da hat man schon gemerkt, zu langsam muss man sich vielleicht doch mehr ums Klima kümmern. Muss man wirklich aufpassen, weil wenn das Moor schon so schlimm aussieht, das war ganz rot, ganz vertrocknet. Und da habe ich schon gleich erstmal einen Schreck bekommen zum Einstieg. Das ist heute wenig los, ne, bei dem Wind. Das mögen sie nicht so. Das ist auch wieder ein großer Trupp Wacholderdrossel. Besonders das Lichtspiel zwischen den Karpatenbirken, die noch ein Relikt aus der Eiszeit sind, mag Klaus Spitzel, wenn er mit seiner Fotokamera über den Moorsteg läuft. Hier am Übergang zwischen Niedermoor und Hochmoor ist seine persönliche Lieblingsstelle. Klaus Spitzel ist wie die Ranger in Sorge um sein Moor. Er hat ein wachsames Auge darauf. Also der Niederschlag sollte im Jahr so um die 1000 mm sein. Und wir haben halt letzten Jahr so um die 800 gehabt. Das ist die Schwierigkeit, ob das Moor dann sozusagen überleben kann. Moor braucht Wasser. Zeigt auch den Wasserstand an. Und Gott sei Dank ist das Moorauge bislang nicht trocken gefallen. Und ich wünsche mir einfach viele Niederschläge, wenn man so sagen darf, über 1000 mm. Und dass hier auch weiterhin die Betreuung vom Moorlehrpfad stattfindet, dass die Besucher weiterhin das auch begehen und schauen können. Natürlich kommt es im Naturschutzgebiet auch immer wieder zu Verstößen. Er macht halt Pause. Das lädt viele Leute zum Pause machen ein, ist aber eigentlich nur eine Ausweichbucht. Hallo, grüß Gott. Daniel Schäffler, Naturpark Ranger. Hier stehen eigentlich schon relativ viele einfach so irgendwo, wo sie eigentlich nicht stehen dürfen, weil hier halt eigentlich überall Parkverbot ist. Und viele denken sich halt einfach mal, hier ist es schön, hier halten wir mal an und wandern erstmal ein bisschen. Aber eigentlich darf man das halt überhaupt nicht. Was mich ärgert, ist, wenn sich Besucher nicht an unsere Geh- und Verbote halten, wenn sie rücksichtslos mit dieser wunderschönen, einzigartigen Landschaft Natur hier umgehen. Und was mir Sorgen bereitet, ist tatsächlich der Klimawandel hier heroben. Noch mal 3-4 Stangen setzen, das sind ein bisschen wenig. Achtung. Ja. Trotzdem findet Daniel Schäffler auf der Langen Rhön immer wieder kleine Naturoasen, wo es sich lohnt, weitere Ansitzwarten für Vögel zu errichten. Wenn man es so anguckt, wird man einfach denken, es ist einfach irgendwie ein bisschen Brachstreifen in der Wiese drin. Aber es ist tatsächlich ein Moor. Und ich hätte jetzt für mich gedacht, das ist so ein bisschen ein Quellmoor, so ein Niedermoor-Typ. Aber ich habe hier gerade eben gesehen, dass hier sogar ganz viel Torfmoos drin wächst. Also wir haben hier so richtige schöne torfmoosige Bereiche. Und da kommt sogar die Moosbeere drauf vor. Und die Moosbeere ist so eigentlich eine klassische Art der Hochmoore. Sie sind verwandt mit der Heidelbeere. Man kann sie roh essen, aber man kann auch einen Kompott daraus machen. Das schwarze Moor in der unterfränkischen Rhön bietet Nahrung und Lebensraum für die verschiedensten Lebewesen. Darüber hinaus ist es eine Wohltat für alle Sinne. Vor allen Dingen früh morgens hört man hier oben tatsächlich manchmal fast gar nichts. Oder wie jetzt das Rauschen der Blätter in der alten windgebeutelten Buche hinter uns. Und das ist auch was ganz Tolles, wenn man mal nichts hört, wenn es mal wirklich still ist. Ne? Also das ist auch eine tolle Erfahrung, die man hier oben tatsächlich noch erleben kann.
So ein bisschen kommt es einem vor, als wenn man in einer ganz anderen Welt ist. Und ja, es ist irgendwie besonders, besonders schön. Es macht einen irgendwie glücklich.